Hi, mein Name ist Christian Gottschling. Ich habe heute ein Panel mitgebracht. Und zwar geht es einmal um Eigentumswohnungen, aber auch Kapitalanlagen. Wir fangen an mit der ersten Eigentumswohnung. Super schönes Objekt, Essen-Holsterhausen. Eigentumswohnung, 133 Quadratmeter Wohnfläche. Aktuell hast du 4 Zimmer. Der Grund ist aber total variabel. Du kannst ohne weiteres auch da 5 oder vielleicht sogar 6 Räume rausmachen. Das ist über Eck gebaut, 2 Wohnungen angelegt und damals wurde vieles ja, sehr luftig gestaltet. Allerdings ist der Rückbau ziemlich schnell gemacht. Ständerwerk, Tür rein, hast du extra Raum dabei. Total einfach und total simpel. Wir haben hier komplette Kernsanierung 2016, 2017. Das heißt, Elektro ist komplett neu. Du hast über 30 Automaten, FIs natürlich dabei, wie es sich gehört. Dann hast du komplette 2 Vollbäder. Wir haben einmal ein Vollbad mit Badewanne, einmal mit Dusche, beide mit Tageslicht. Wir haben dabei Erdgeschoss, allerdings ist es nicht barrierefrei. Du hast trotzdem Stufen, muss man wissen, aber Erdgeschoss. Eine kleine Terrasse gehört dazu, ist auch eine Besonderheit. Ja, in Essen, Großstadt, das ist selten. Was haben wir noch dabei? Wir haben eine Etagenheizung. Auch aus Baujahr 17, das heißt hocheffiziente Gasbrennwerttechnik ist da drin. Damit machst du, ist eine Kombitherme, Warmwasser und Heizung. Ja, du hast im Prinzip alles dabei, was du brauchst. Wir haben sogar einen virtuellen Rundgang dazu, das heißt, du kannst also einmal dich durchklicken. Ich verlinke euch einfach mal das Scout-Inserat einfach mal hier unten oben. Du wirst es irgendwo finden. Geh auf Exposé drauf, dort ist der Link im Text, im Fließtext drin, da kannst du einmal den kompletten Rundgang einmal durchgucken, da kannst du einmal die Räume angucken, du kannst da abmessen, du kannst also das schon mal sehr, sehr genau, besser als auf Fotos, dir davon einen Eindruck machen. Ja, Energieausweis wird zur Besichtigung natürlich vorgelegt, wie es sich gehört. Kaufpreis haben wir aktuell 83.000, zuzüglich Cottage 3,57, also 3 zuzüglich der Umsatzsteuer, ist bezugsfertig, voraussichtlich ab Oktober diesen Jahres, also Oktober 2020, ist eine seltene Gelegenheit. Solche Objekte, Erdgeschoss, Terrasse, kernsaniert, 17er Baujahr, virtuell, du hast alles auf dem neuesten Stand, alles komplett Elektrik ist neu, Sanitär ist neu, Heizung ist neu, das findest du selten in der Kombination. Von daher, ich denke, Schnellsal lohnt sich, wir können es dann nochmal verkaufen. Wenn das spannend für dich ist, ich verlinke das Exposé. Geh auf Kontaktdaten aufnehmen, beziehungsweise auf Kontakt aufnehmen im Formular, hinterlasse deine Kontaktdaten, wir rufen dich an, wir stimmen uns einmal ab. Was wir immer von dir brauchen ist, eine Anfrage ist immer super, das Exposé kriegst du auch ziemlich schnell zum Download, das kommt ein Automat direkt hinterher. Allerdings, wenn du besichtigen möchtest, müssen wir sicherstellen, dass du auch schon mal eine Finanzierung hast. Das heißt, am besten ist es dabei, zumindest eine Weichheitszulage in einer Hausbank oder an einer Bank deiner Wahl, dass du sagst, okay, grundsätzlich war das Thema Finanzierung schon mal geklärt. Wir hätten in dem Preis haben auch durchaus eine Finanzierung stehen. Es muss keine harte sein, es muss ja vorweg sein, das kommt wahrscheinlich manchmal irgendwie raus. Aber wichtig ist für die Besichtigung für uns auf jeden Fall, dass wir sehen, dass du auch das Objekt finanziert kriegst. Wenn das nicht gegeben ist, werden wir wahrscheinlich nicht besichtigen können. Sorry, aber bitte Verständnis dafür, dass wir das nur so machen können. Ansonsten Besichtigung gerne sonntags außerhalb der Arbeitszeiten, wie sich halt gehört. Wir haben ein schönes Objekt. Ich denke mal, die Bilder sprechen für sich. Und wie gesagt, wenn spannend ist, zeitnah Kontakt aufnehmen. Ich vermute, das Objekt wird nicht lange auf dem Markt sein, weil es einfach selten ist.